Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Europa Universalis 4 mit dem Bistum Bamberg und meiner Wenigkeit Gaius Julius Caesar und natürlich auch wieder mit der großartigen Handelsnation Lübeck und Gaming Krabbel. Ja, Hallöchen zusammen. Ja, so großartig ist sie gar nicht mehr, die Handelsnation. Die hat ja ein bisschen einstecken müssen gegen Sachsen. Sind da leider aus dem Krieg gedrängt worden mit schweren Reparationen, die wir da zahlen müssen, auch immer noch. Das Bündnis mit Bamberg wurde beendet. Aber wir sind da mehr oder weniger dran, uns wieder hochzuarbeiten. Und ja, bin gespannt, wie es weitergeht. Ja, ich auch. Unser Ziel hier ist es natürlich, als Bamberg, als Bistum Franken zu gründen, die fränkische Nation zu einen. Und wir sind tatsächlich da auf einem echt guten Weg. Uns fehlt tatsächlich nicht mehr allzu viel dafür. Jetzt haben wir nur weiterhin Geldprobleme. Und da bietet sich's an tatsächlich, dass gerade ein Händler gestorben ist, von dem wir Geld bekommen. Ja. Das wird uns erstmal noch ein bisschen über die Runden helfen. Wir haben jetzt gleich wieder einen Aufstand in Erfurt mit 8000 Männern. Ja, wir brauchen da fast noch eine weitere Langbogeneinheit, dass wir auch stark genug sind. Und dann, in einigen Jahren möchten wir auf jeden Fall. Also ich würde Ja. dann höchstwahrscheinlich in circa 3 Jahren, weil meine südlichen Nachbarn Lüneburg, die haben jetzt mehrfach Handelskonvois überfallen, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Oh, Ja, und unfassbar. das finde ich nicht sehr nett. Und mehrere unserer, also die Handelskonvois wurden überfallen, die Menschen haben sich dann auch in Lüneburg niedergelassen, weil die hatten ja nichts mehr, haben da quasi Farmen und Häuser gegründet und haben jetzt quasi Lübeck um Hilfe gebeten, in ferner Zukunft eventuell nach Schutz für ihre Häuser zu erbitten, weil die haben Angst, dass Lüneburg dahinter kommt, dass sie eigentlich gar keine Lüneburger sind. Und dann haben wir jetzt auch ein Kriegsziel eigentlich aufgrund dessen, Schutz unserer Bevölkerung und der Handelsrouten. Das wird Okay. dann sicherlich in 2 Jahren passieren. Ja, das ist doch schön zu hören. Und ich hoffe doch, dass wir da auf Bamberg auch zählen können. Ja, also wir Das wollen ist kein eventuell jetzt großer vorher Krieg. noch einen Krieg führen gegen Hessen. Aber das sollten wir, denke ich, ganz gut vorher hinbekommen. Da haben wir auch drei Verbündete, die uns helfen. Oh, verdammt. Die Erfurter sind nicht schlecht. Die haben einen guten General bekommen. Gut, wir haben jemanden, der stark im Nahkampf ist. Aber ich glaube, wir warten tatsächlich noch ab, bis wir jetzt gleich die Institution fördern können. Die Frage ist, wie Oh, schnell es meine uns noch erste geht. Ideengruppe. Oh. Was macht natürlich Sinn? Natürlich eine Handelsnation, natürlich Handelsideen. Deswegen nehmen wir natürlich als erstes mal die Handelsideen. 89. So, dann können wir direkt die erste machen. Handelseinfluss global plus 20%. Wunderbar. Es geht nur langsam voran tatsächlich. Deswegen nehmen wir jetzt dann doch ein Darlehen einmal auf. Und noch ein Darlehen. Wir wollen einmal schnell die Institution jetzt endlich fördern. Koste es. Und jetzt werden wir natürlich endlich die Technologien uns holen. Und zwar gleich zwei auf einmal, was Handel angeht. Und natürlich die wichtige militärische Technologie. Und die zweite wichtige militärische Technologie. Heieiei, da waren wir aber hinten dran. Mittlerweile können wir uns sogar Artillerie erlauben. Sehr schön. Das gefällt uns schon mal richtig. Ja, aber die Artillerie können wir uns noch nicht leisten. Dann werden wir jetzt einmal versuchen, hier die Rebellen zu erledigen. Ich hoffe, dass wir das. Ja, das schaffen wir ohne Probleme. Sogar gegen den starken General von denen. Das ist ja mal gar kein Problem. Magdeburg und Magdeburg. Dänemark würde mich lustigerweise auch unterstützen, aber ich will nicht, dass Dänemark mich unterstützt. Das sehe ich mir für irgendwann anders auf, wenn ich mal wirklich was Großes vorhabe. Zum Beispiel Ja. Brandenburg und Böhmen. Wir haben jetzt was Kleines vor. Wir wollen jetzt hier gegen Hessen vorgehen. Trier, Württemberg und Nürnberg unterstützen uns. Ja, es wird trotzdem eine knappe Angelegenheit. Wir haben dann nur 3000, nee, 4000 mehr Männer als die Feinde. Das darf man da nicht unterschätzen. Und ja, wir schlagen aber tatsächlich gleich zu. Ich denke, das macht Sinn. Ja, ich denke, wir werden erstmal hier gleich die Hessen versuchen zu vernichten.
Ich hoffe, Nürnberg schließt sich uns direkt an. Wird natürlich wieder sehr, sehr spannend da unten im Süden. Das ist jetzt bei mir nicht sichtbar. Da müsst ihr dann zum guten Geil schauen. Genau. Da seht ihr dann den Krieg in voller Action. So sieht's aus. Jawohl, wir vernichten hier die Hessen gleich direkt. Ich glaube, man merkt. Man merkt direkt. Ja, unsere militärischen Technologien tatsächlich. Da sind wir echt gut dabei. Wir belagern jetzt einmal schnell Oberhessen und dann marschiere ich gleich nach. Ich komme gar nicht nach Magdeburg. Ich brauche da Militärzugang. Aber das Problem ist, mein Rivale gibt mir Militärzugang. Das ist aber auch selten, dass ich das mal erleben darf. Dann werde ich jetzt nämlich gleich mal nach Halle marschieren. So. Nach Magdeburg einmal gehen. Moskau hat übrigens jetzt auch in der Zwischenzeit Neva erobert. Natürlich sehr, sehr schade. Und halt auch sehr, sehr stark. Ja. 50.000 Mann, 150.000 Reserve mitgefühlt. Das war's dann mit meiner kompletten Handelsmacht erstmal. Fürs Erste. Aber wir wissen ja nicht, was die Zukunft bringt. Genau. So, wir belagern jetzt hier Magdeburg. Leider noch nicht so ganz. Lüneburg marschiert hier herum. Das ist aber nicht so schlimm. In Niederhessen ist schon alles gut dabei. Und wir haben Ketzerei. Was? Wartet mal, das müssen wir uns mal kurz anschauen. Ah, das ist diese Künstlerin. Mitta Söll, das war diese Frau, diskutierte bei eurem letzten Bankett mit dem Bischof. Scheinbar wurde die Debatte ziemlich hitzig und zwar so sehr, dass die Kirche einen Inquisitor entsandt hat, um Mitta Söll zu ihren Ansichten zu befragen. Ihr könntet euren Einfluss geltend machen, um sie zu verteidigen oder euch der Kirche beugen und das Wohlwollen des Papstes zu erlangen. Okay, also entweder ich bekomme einen Inquisitor und 10 Papsteinfluss und Loyalität, dann würde die Künstlerin sterben. Ah nee, das ist Mitta Söll, ist das doch ein Mann? Bin mir nicht sicher, sieht aber nach einer Frau eigentlich aus. Oder wir bekommen 50 administrative Macht. Oh, wir würden aber sehr viel Papsteinfluss verlieren. Nein, wir sind natürlich treue Katholiken, wir sind dem Papst verpflichtet. So sieht's aus. Dann machen wir das einmal so. Ja, die Rekrutenreserve sieht eigentlich gut aus. Trotzdem kann man nie genug haben. Wir holen uns da nochmal die Verbesserung vom Papst. So, und jetzt fehlen uns nur 1000 Männer noch für die Belagerung von Magdeburg. Ah, da kommen da bei Württemberg. Sehr schön. Sehr gut. Und ich glaube, wir werden vielleicht sogar Hessen zum Vasallen machen, könnte ich mir gut vorstellen. Ich hoffe, Nürnberg überschreibt das auch an uns. Jetzt ist Thüringen im Krieg. Oh, das ist aber ärgerlich jetzt. Das ist jetzt aber ärgerlich. Wir haben den Heretico-Akt abgeschlossen oder verfügt. Das erhöht unsere Steuereinnahmen leicht. Auf der einen Seite ist es natürlich sehr praktisch, dass jetzt Thüringen, ich glaube, Thüringen hat allerdings gar nicht Lüneburg als Kriegsziel, sondern. Ach so, ja. Anhalt. Anhalt ist das Ziel. Das könnte gut sein. Das ist dann, wenn ich Glück habe, ist Lüneburg das Bündnis geschwächt. Ich kann am Ende, brauche ich gar keine Hilfe, kann das alleine machen. Ja. Das ist ja natürlich sehr ideal, müssen wir abwarten, wie der Krieg sich entwickelt. Oh, aber Niederhessen möchte auch nicht fallen. Wir haben jetzt hier gerade durchgängig 49%. Unfassbar. Das Problem ist, dass Trier bald fällt in die Hände der Feinde. Wir bekommen 50 militärische Macht, sehr gut. Ja, ui, da ist Koblenz an die Hände der Feinde schon mal gefallen. Oh, du meine Güte. Oh, das ist sehr ungünstig. Die protestantische Reformation im Jahr 1484, das ist doch nicht wahr, oder? Interessant. Tatsächlich, in Nürnberg auch noch, direkt neben unserer Haustür. Oh, das wird schwierig. Aufgrund der zunehmenden Korruption der Mönche und Kleriker nimmt eine abweisende Haltung gegenüber der römisch-katholischen Kirche in ganz Europa zu. Stimmen werden laut, die aktuellen Prinzipien und die Gier der Kirche in Frage stellen. Ein Mönch in Nürnberg brachte schon länger seine Besorgnis zum Ausdruck und erklärte nun in aller Öffentlichkeit seine Unzufriedenheit mit der Kirche, was eine Reformierung des Glaubens möglich machen kann. Eieiei, und ausgerechnet in Nürnberg neben uns.
Das wird alles verkomplizieren. Damit beginnt die Reformation, aber wir werden natürlich den katholischen Glauben so gut es geht verteidigen. Auch wenn es nicht leicht werden wird. Ja, so beginnt das eigentliche Spiel. Oh ja. So, Niederhessen möchte immer noch nicht fallen. Oh nein, jetzt greifen sie die auch noch an. Oh, verdammt. Verdammte Axt. So wie es ausschaut, hat sich Bamberg etwas einfacheren Kriegsverlauf vorgestellt. Ja, es hätte einfach nur fallen müssen. Naja, das funktioniert so natürlich nicht. Wie kann man eigentlich seinen Handelseinfluss erhöhen in seiner Hauptstadt? Ich glaube durch Marktplätze, durch Berater und ähnliches. Wir gewinnen aber die Schlacht, das ist das Gute. Ja, ich habe alles gemacht, was ich machen kann. Schade. England ist brutal überlegen, was Handelsmacht angeht in Lübeck. Das ist ein Witz. Am Umschlagplatz. Also wir haben jetzt die Schlacht hier schon mal gewonnen. Und hoffentlich jetzt gleich auch die Belagerung. Na? Jawohl. Oh, es wurde zu uns zum Glück auch überschrieben. Ich habe schon kurz Sorge gehabt, dass das nicht so ist. Jetzt gehen wir einmal noch schnell nach Magdeburg. Das Unschöne ist, wir können jetzt natürlich noch keinen Frieden machen, weil wir müssen erst die anderen Kriegsgegner aus dem Krieg herausnehmen. So, jetzt belagern wir wieder Magdeburg. Mühlhausen wurde Reichsstadt. So, Lüneburg, der Krieg ist vorbei, so wie es ausschaut. Ja, Thüringen ist nur noch im Krieg mit Anhalt, sehe ich gerade. Ja gut, also mit Genf und Ding werde ich auch alleine klarkommen. Deswegen. Ah, ich habe noch Militärzugang. Die haben noch Militärzugang. Okay, ja, Moment. Moment. Was haben wir hier? Winterbelagerung. Moment. Ja, da verlieren wir leider 2000 Rekrutenreserve durch eine Winterbelagerung am 10. Mai. Ist wohl ein langer Winter. Ein langer, harter Winter. Ah, die haben natürlich starke Rebellen da, das ist ein bisschen ärgerlich. Und die haben einen sehr, sehr fähigen General, das ist jetzt blöd für mich. Da komme ich so nicht gegen an gerade. Wir haben auch noch einen Seuchenausbruch. Auch nicht so schön. Und hier marschiert schon Magdeburg und wir haben jetzt aber die Belagerung gewonnen. Zum Glück möchte ich da meinen, zum Glück. Jetzt muss ich nur schauen. Ah, das habe ich mir fast gedacht, dass die jetzt reinmarschieren. Das heißt, wir schließen trotzdem jetzt schon den Frieden mit Magdeburg. Ah, viel Geld haben die ja leider nicht. Kriegsreparationen. Ach so, ah, okay. Wem ist Magdeburg denn noch verbündet hier? Die könnten Anhalt entlassen? Ach, die haben gerade eben Anhalt sich geholt. Ich könnte gleich wieder sagen, dass sie es entlassen sollen. Das kostet mich aber 18 diplomatische Macht. Ja, oder? Ich schwäche sie ein bisschen. Ich tue mal das Bündnis mit Stettin wegnehmen. Und mit Thüringen auch. Ja. Ja, was macht man mit diesen Rebellen? Das ist das Problem aktuell. Die anzugreifen ist Suizid, weil der General wird mich verdreschen. Sehr schwierig. Wie lange dauert das, wenn die zwei Provinzen besetzt haben, ist doch das normalerweise vorbei, ne? Du meinst Rebellen? Die Rebellen, ja. Ja, und dann tickt sozusagen das hoch, ob die unabhängig werden, also wenn das solche sind. So, unsere Truppen stehen bereit, falls es notwendig wird, gegen Berg. Brandenburg. Brandenburg ist wieder stark geworden. Oh, die haben sich von Sachsen einige Gebiete geholt, wie ich sehe. Braunschweig würde die nicht weiter unterstützen. Böhmen hat auch einiges, also das brandenburgische Bündnis besteht eigentlich nur noch aus Brandenburg, Böhmen, Goslar. Aber ist natürlich immer noch, Böhmen ist natürlich immer noch eine Supermacht, ganz klar. Aber ich glaube, Böhmen ist auch schwächer geworden. Die hatten den Krieg, glaube ich, und die haben den verloren. Das kann natürlich sein.
So, wir hoffen jetzt, dass die Belagerung von Berg durch Nürnberg gewonnen wird. 49%. Komm schon. Ja, sehr schön, Nürnberg, sehr schön. Das heißt, wir schließen Frieden mit Berg. Ah, die wollen das nicht, okay. Dann holen wir uns Geld und Kriegsreparationen. Zack. Jo. Wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass man mit einem 12er-Stack gegen einen 8er-Stack Rebellen gewinnt, wenn der General von dem besser ist? Du hast einen 12er-Stack? Ja. Gegen einen 8er, ja, das schaffst du auf jeden Fall, auch wenn der General besser ist, aus meiner Sicht. Du hast ja Militär-Tech-Stufe. Was hast du, welche Stufe bei Militär-Tech? 6. Boah, ich hab 7, aber du müsstest es, denke ich, trotzdem schaffen, eigentlich. So. Ui, das ist aber trotzdem noch sehr teuer, wenn wir hier Hessen zum Vasallen machen, aber alles andere wäre noch teurer. Deswegen bleiben wir bei dem Plan. Holen uns dann maximales Geld. Müssen aber tatsächlich mal mindestens noch ein Jahr abwarten, sonst bekommen wir eine Koalition gegen uns und das wollen wir natürlich nicht. Das ist jetzt hier gerade so ein bisschen Leben am Limit, würde ich behaupten. Dieser Krieg mit der Eroberung. So, und jetzt müssen wir uns mal ein bisschen die Missionierung... Oh, Bamberg wird schon missioniert. Ausgerechnet unsere Hauptstadt. Oh, das gibt's doch gar nicht. Das gibt es doch gar nicht. Ich meine, wie können wir denn da... Wir haben immerhin 120 religiöse Einheit. Unsere Missionarstärke ist auch gut. Aber gegen den religiösen Eifer sind wir halt am Anfang noch nicht so gewahrt. Und eigentlich wollte ich als zweite Idee ja auch die militärischen Ideen nehmen. Aber wer kann denn damit rechnen, dass jetzt schon die Reformation losgeht, 1486. Das beunruhigt mich ein wenig, muss ich sagen. Ja, und das englische, die englische Pest auf Deutsch gesagt ist bei uns. Das ist ja auch nicht besser. Hat mich natürlich ein bisschen was gekostet an finanziellen Mitteln. So, jetzt erzähl mal bitte jemand. Ah, okay, passt schon. Hat sich gerade erledigt. Friesland ist Reichsstadt geworden, okay. So, und wir machen jetzt Frieden mit Hessen und machen die zu unseren Vasallen. Und ich hoffe, wir sind stark genug, die auch in den Griff zu bekommen, wegen Autonomie und Ähnlichem. Da schicken wir mal direkt dann einen hin zu der... Oh ja, doch, die haben wir tatsächlich im Griff aktuell, weil die halt keine Armee haben wahrscheinlich. Aber dabei muss es auch erstmal bleiben. Dann tun wir mal die Beziehungen direkt verbessern. Wie hoch ist denn das Freiheitsstreben? 34%, ja, das kriegen wir hoffentlich hin. Wir brauchen einen neuen Rivalen. So, jetzt wird es langsam ein bisschen schwieriger mit Rivalen. Rothenburg wäre eine Möglichkeit. Lübeck hat Lüneburg angegriffen. Mhm. Interessant. Ja. So, Köln, Landshut nicht, Münster ist auch zu weit weg, Nürnberg nicht, Rothenburg brauchen wir nicht unbedingt. Mit wem ist denn Köln verbündet? Boah, so starke Bündnisse haben die nicht. Wir machen mal Köln zu unserem Rivalen. Hier. So. Köln einmal rivalisieren. Hab jetzt auch nochmal Söldner angeheuert. Ja, und Bamberg wurde leider protestantisch reformiert. Das ist unfassbar. Können wir das irgendwie zurück? Ich glaube, das geht aktuell einfach noch nicht. Brandenburg hat nach wie vor Probleme mit Nationalisten. Also Brandenburg ist wirklich richtig am Schnürsenkel. Wann können wir denn Bamberg zurückkonvertieren? Wahrscheinlich erst in 10 Jahren, oder? Sehe ich das irgendwo? Hier. Religiöse Eifer. Oh Gott, das dauert ja ewig. Bis 1516... Hey, da, ei. Religiöser Eifer bis 1516. Krass. Ja, wir werden jetzt aktuell blockiert. Ich sollte, Lübeck sollte dann auch mal ein bisschen in sich in Zukunft auf eine Flotte konzentrieren. Ja. Das tut unsere Einkommen nicht leicht limitieren aktuell. So, wir dürfen wieder eine Entscheidung treffen, wer der nächste Bischof dann werden wird, weil unser Bischof gerade gestorben ist. Wie sieht's denn da jetzt allgemein aus? Naja. Äh.
Ach so, da oben. Ach oh Gott. Lübeck hat ein Angebot akzeptiert. Wow, ihr zahlt 5,6 pro Monat für die dänische Armee. Ich kann die aber nicht nutzen, warum nicht? Hä? Da steht da, erste Armee ist jetzt angehört. Das tun die machen. Du kannst die nicht. Die tun das automatisch, wie eine KI, okay, verstehe, die im Krieg dabei ist. Ich verstehe. Ja. Okay. Ja, ich dachte, dass ich die selber nutzen kann dann quasi. Ja, und wir konnten jetzt tatsächlich die erste Pracht ausgeben, den ersten Vorteil uns holen im Zeitalter der Entdeckung und haben gerechtfertigte Kriege genommen. Auswirkungen Expansion minus 10%, sehr schön. Ja, benutzen die Einheiten auch, weil die stehen jetzt aktuell nur da, weil das wäre jetzt sehr, sehr ärgerlich, weil ich die anheuere, die machen nichts. Ah, jetzt wägen sie sich, okay. Doch, gut. Doch, die sollten was. Das, ja, ich weiß auch nicht, ob man das irgendwo einstellen kann, bei Vasallen geht das ja grundsätzlich. Ja, wir nehmen auch Rotenburg dazu als Rivalen. Und dann sollten wir da, denke ich, auch. Oh, Hermann und das fränkische Volk. Der Aufstieg von Hermann dem Ersten wurde vom rheinischen Volk in unserem Bistum gut aufgenommen, aber die fränkische Bevölkerung sieht den neuen Bischof mit etwas Misstrauen. Also die Rebellen suchen hier direkt den Kampf. Das war jetzt eine. Ja, wir gewinnen das Ding letzten Endes dann doch deutlich, aber trotz allem auch eine sehr verlustreiche Geschichte gewesen. So, soll ich bei Stufe 2 bleiben für dich? Nee, alles gut. Okay, dann machen wir Stufe 3. So, jetzt tun wir oben unsere Gebiete zurückerobern, die sie mir geklaut haben, die Hunde. Die dänischen Truppen sind auch unterwegs. Ja, und Bayreuth ist auch protestantisch geworden. Eieieiei, das werden jetzt Jahrzehnte für uns Katholiken hier werden. Ah, jetzt sehe ich es erst. Moment. Wolgast ist in Krieg beigetreten. Gegen. Das ist doch mal was. Nee. Hä? Achso, der militärische Zugang. Okay, passt schon. Ich nehm's zurück. Ja, hab mich kurz gefreut, hab gedacht, cool. Ja, aber scheint ganz gut für dich auszusehen, oder? Ja. Das ist alles relativ entspannt aktuell. Muss jetzt kurz gucken, wo meine Feinde sich aktuell überall befinden. Kahlenberg. Das ist unfassbar, dieser religiöse Eifer. Wir haben nur noch 93% religiöse Einheit. Jetzt weiß ich, was das Problem ist. Stettin, ein neuer Papst. Da kommen wir hin. Oh. Was haben denn die da vor? Oh, die wollen meine Söldner angreifen. Oh, okay, eine goldene gut. Bulle. Die Entwicklungskosten sind geringer. Vielleicht sollten wir das mal ausnutzen. Wie sieht es denn technologisch? Naja, wir sind ein bisschen technologisch hinten dran. Wir können aber mal ein bisschen unsere Militärmacht investieren tatsächlich. Dann haben wir mehr Rekrutenreserve für die Zukunft. Ja, in Bamberg, denke ich, macht es am meisten Sinn. Ah, nochmal in Würzburg. So. Haben wir da nochmal ein bisschen was investiert. Wobei das Problem ist jetzt wahrscheinlich. Ja, daran habe ich natürlich nicht gedacht, dass dadurch, wenn ich da jetzt viel investiere, die religiöse Einheit dadurch noch mehr sinkt. Da hätte ich vorher dran denken sollen. Naja, jetzt wissen wir Bescheid. Zum Glück wird nicht weiter reformiert jetzt in Bamberg. Die sind jetzt in die Oberpfalz gegangen. Diese Ungläubigen. Und wie sieht es sonst aus? Sonst ist noch nichts losgegangen, glaube ich, oder? Hier in Bourbon ist die Religion protestantisch. Aber aktuell ist es noch nicht so schlimm. Es ist halt ungünstig, dass es direkt neben unserer Haustür mit Nürnberg wurde. So, wir fingieren noch einen Anspruch auf das Vogtland und hier die Spionagenetzwerke abbrechen. Wir können die nächste. Ich habe gerade völlig umsonst dänische Söldner angeheuert. Kann ich die wieder loswerden? Ja, du kannst es, glaube ich, wieder abbrechen. Ich weiß aber nicht, ich glaube, du musst das Geld trotzdem zahlen irgendwie. Aber abbrechen kannst du es, glaube ich, wieder. Kondoliere aufkündigen geht erst am 10. September, okay. Oh, Trier ist recht mächtig geworden, sehr schön. So. Oh, Böhmen würde sogar ein Bündnis mit uns machen. Wollt ihr immer noch so schlimm gegen Böhmen vorgehen? Naja, Brandenburg ist halt, ne? Ja, die sind immer noch mit denen verbündet, oder was? Ja, es wäre halt schon mächtig, so ein Bündnis mit Böhmen, muss ich sagen. Ja, du kannst es gerne. Wie gesagt, der Krieg gegen Böhmen wäre eigentlich nur gewesen, wenn Brandenburg da dem beitritt. Weil Brandenburg wird irgendwann Feind werden. Böhmen ist mir relativ egal eigentlich.
Was für mich sehr, sehr wichtig wäre oder interessant auch wäre, zum Beispiel Dresden. Oh, eine weitere Reichsreform ohne unsere Zustimmung, die Gemeine Pfennig. Das heißt, der Kaiser erhält richtig Geldeinnahmen. Heieieiei. Das ist ordentlich. Ja, aber dann mache ich tatsächlich das Bündnis mit Böhmen, weil das ist ein mächtiger Verbündeter. Das hilft uns auf jeden Fall. So, jetzt gibt es die entscheidende Schlacht um Lüneburg, die wir allerdings hier auch ganz klar gewonnen haben. Das ist natürlich ungünstig in dem Moment, okay. Dann müssen wir irgendein anderes Bündnis jetzt mal aufkündigen, vielleicht mit Württemberg. Die haben 5000 Mann. Oder mit Nürnberg, wieso? Achso, die haben dort ihre Männer. Ich meine, Nürnberg ist halt jetzt protestantisch. Eigentlich können wir keine Protestanten unterstützen, muss ich sagen. Deswegen lösen wir jetzt das Bündnis auf mit diesen ungläubigen Protestanten, diesen Heretikern. So, wir können in die nächste Technologie investieren, das machen wir. Das heißt, wir können jetzt eine neue Ideengruppe wählen. Jetzt ist das Problem. Die religiösen Ideen sind leider auch administrative Ideen. Die bringen uns aber tatsächlich, glaube ich, trotzdem jetzt aktuell noch nicht so viel, oder? Weil wir kriegen zwar mehr Missionare und eine höhere Missionarsstärke, aber das geht erst 1516 richtig, dass wir die nutzen können. Wegen dem religiösen Eifer. Und dann können wir halt zurück konvertieren. Deswegen würde ich jetzt tatsächlich trotzdem nochmal zu einer militärischen Idee neigen. Und ich fände für uns tatsächlich defensiv am stärksten. Deswegen nehmen wir das jetzt auch. So. Ach nein, Ansbach wurde auch schon wieder konvertiert. Oh je, Freunde, oh je, oh je. Nicht gut. Wie hoch ist jetzt die religiöse Einheit? 78%. Das ist ganz und gar nicht gut. Ach, und sie haben den Krieg gewonnen und Lüneburg erobert. Ja, ich hatte eigentlich vor, mehr zu erobern. Das Problem war, dass die 5, 6, 7, 4er Stacks irgendwie rumgelatscht sind, gefühlt, mir die ganze Zeit genervt haben. Deswegen habe ich mich jetzt einfach für Lüneburg entschieden. Okay. Letzten Endes ist es auch die beste Variante, nicht so viel aggressive Expansion. Ja, das stimmt. Ja, da haben sie noch relativ wenig jetzt aktuell. Da sind wir etwas besser dabei. Etwas schlechter eigentlich, muss man sagen. Gut, dann du bist ja jetzt mit Böhmen verbündet, Ja. unter anderem. Macht es für Brandenburg natürlich noch viel, viel schwieriger. Braunschweig, ja. Vielleicht würde Böhmen irgendwann einem Krieg nicht beitreten. Wäre vielleicht auch sogar eine Möglichkeit, dass du zum Beispiel versuchst, dass Bamberg versucht, vielleicht mit Böhmen in einen Krieg zu ziehen, Ja, dem ich genau. nicht beitrete und dann ich quasi mit Dänemark zusammen dann über Brandenburg herfalle. Das wäre zum Beispiel eine Das Option. wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit. Das können wir dann gerne bald mal angehen. Diplomatische Reputation haben wir jetzt plus 1 gewonnen wegen verlässliche Verbündete. Wenn wir noch einen zweiten Untertanen gewinnen würden, hätten wir hier die nächste Mission auch geschafft. Der fränkische Wohlstand. Drei im Besitz befindliche Provinzen, derzeit zwei mit Entwicklung, mindestens 10, wurden von seinem momentanen Besitzer mindestens dreimal verbessert. Dafür sollte ich jetzt aber erstmal schauen, welche. Ich sollte ein paar katholische Nationen, denke ich, da stärken. Würzburg habe ich aber schon. Deswegen lieber mal Coburg, würde ich sagen. Das bringt uns auch am meisten, denke ich. Und Brandenburg hat wirklich durchgehend Probleme auch mit Nationalisten. Also das ist wirklich beeindruckend, adlige Rebellen jetzt aktuell wieder. Also die sind wirklich nur im Krieg, ne? Also interessant. Aber ich würde fast schon sagen, ist auch ein schöner Punkt. Ups, Moment. Wollte gerade sagen, ist auch ein schöner Punkt, die Folge zu beenden, ne? Aber Ja. Wieso, was ist da noch kommen passiert bei dir? gerade. Oh, noch eine Revolte mit 9000 Mann. Ja, die machen wir noch kurz weg. Und einem 2-Sterne-General. Und wir bekommen noch ein episches Kunstwerk, was wir erschaffen. Sehr schön. Ja, der 2-Sterne-General hat kurzzeitig. Oh, der macht guten Schaden an uns. Wir sollten es gewinnen. Aber das war kein Selbstläufer, das war ein harter Sieg. Aber ja, ich würde sagen, war eine schöne Folge. Bamberg hat. Einiges ist abgegangen, Bamberg, mit jetzt Protestantismus. Oh ja. Wir haben Krieg geführt, wir haben uns jetzt erholt, endlich nach langer, langer Zeit erholt von dem Krieg, den wir letzte Folge hatten. Lüneburg gehört jetzt ganz offiziell auch zu Lübeck. Und ja, das
Ziel ist natürlich auch, die Handelsrouten weiter zu sichern. Das ist so unser Ziel, die Handelsrouten sichern. Und da sind natürlich, ist da Magdeburg, Brandenburg ein ganz, ganz großes Ziel für uns. Auf jeden Fall. Und Bamberg ist natürlich weiterhin daran interessiert, Franken zu gründen. Wir sind wirklich nur noch ein Deut weit entfernt. Und fehlen noch zwei Entwicklungen und noch eine Provinz in der fränkischen Nation. Und das ist eigentlich Aschaffenburg hier mit Mainz. Da müssen wir nur warten mit einem großen Krieg. Vielleicht mal irgendwann mit Böhmen oder ähnliches. Wir haben jetzt Hessen als Vasallen. Ich denke, wir haben unsere Machtposition ausgebaut. Und ja, der Protestantismus ist jetzt das Problem. Also die dritte Ideengruppe könnte ich mir dann trotzdem dann gut vorstellen, dass das die religiösen Ideen wird. Aber bis dahin wird es ein bisschen dauern. Und wir müssen durchhalten und müssen gegen diese Heretiker ankommen. Und wie wir das machen, das sehen wir dann beim nächsten Mal. Bis dahin, alles Gute und auf Wiedersehen. Tschüss.